Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind wieder fleißig am Sammeln und Schrotthorten und Raider umknallen und ja. Edda, die Gute, hilft uns brav beim Schleppen. Die hat ja extra dafür auch ein Upgrade bekommen. Ich meine, das mit der Kette ist echt geschmacklos. Das muss hier so fürchterlichst stinken. Wow. Echt. Keine Ahnung. Na, ihr Missgeburten. Entschuldigung, ich meine die Raider. Hallo, da unten. Ein legendärer Schwachkopf. Ja, der war sehr legendär. Ist auch ein ganz legendärer mit Raketenwerfer. Supi. Das ist doch scheiße. Ja, das ist echt scheiße. So. Da haben wir was Verschlossenes. Ah, Kacke. So. Fast. Nein. Ja, fast. Jawohl. Das wär's. Perfekto. So. Hallo, ihr Idioten. Wo seid ihr denn? Haben wir hier was? Eine Pistole? Ein Tablettilein? Ein Eimer Raider Abschaum? Verstecken. Vor mir? Ich werde verrückt, ich schwöre. Ah. Was war das? Das war die liebe Edda. Wenn sie dich sieht, ballert sie dich weg. Ganz einfach und unkompliziert. Yeah, Kohle. Das nehmen wir auch gern mit. Hirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ja, ja, bei dir ist so alles kaputt. Da kann dir auch kein Arzt mehr helfen. So. Ja, leider. Das ist meistens so bei Raider Abschaum. Wow. Jetzt gehörst du mir, Würstchen. Was? Ich bin kein Würstchen, du Arsch. Ich bin eine attraktive Frau. Ja. Na nü? Was? Da ist noch so ein Kerl. Alter, ich ziel auch, ne? Ich schiele beim Zielen, so wollte ich sagen. Da haben wir auch noch eine Tür. Eine verschlossene Tür. Was? Fast? Na? Ah, nur freilich, da bricht er ab. Da bricht er ab. Nichts gutes Werkzeug. Ja. Yeah. Katsching, katschang. Keine Falle. Ja. Miep. So, kaputt. Jemand da? Einfach so umgeballert. Lustig irgendwie. So, was haben wir denn da Schönes? Ja, das nehmen wir alles mit. Eine Bierflasche. Ist die in der Küche? Ah, das ist keine Küche. So. Mhm. Hey, wer ist da? Niemand. Niemand, niemand. La 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 la. Da war ich noch nicht fertig mit dem Ausraum. Da ist viel zu viel Klumpert, ey. So, jetzt systematisch und anständig, bitte. So, nochmal hier rein. Der Hirsch geht nicht zu mitnehmen. Okay. Der Hirsch, der bleibt halt da, der Hirsch. Da ist sonst nichts. Haben wir da was? Jo, ne Buffen. Da geht's runter? Na, prima. Ich sollte dann, bevor ich da runter gehe, vielleicht speichern. Nicht, dass ich komplett runterdresche. Was mir ja passieren kann. Oh, Edda. Ja, du wirst da gleich alles zum Kippen bringen, aus Versehen. Mit deinem Fliegengewicht. Schaut so gierig aus. Ah, ja. So, und irgendwo da drüben soll das Objekt unserer Begierde sein, ne? Da so um das Eck herum. Was war das? Nö.
Da, hier irgendwo. Letztes Update der Station Augusta. Erstattet Dr. Carrington Bericht. Ei. Kleiner Bilderrahmen, Kronkorkis, nehmen wir gerne mit. Abgenutztes Klemmbrettele. Darüber. Einmal Chat und einmal überfälliges Buchelein. Ja. Hier herüben. Ein schmutziges Dinner. OP-Tablett war das, ne? Oder Dinner-Dingens. Ist ja wurscht. Irgendwas halt von den beiden. So. Was da noch? Was ist denn da? Waren wir da oben schon? Halt, na, Raketenwerfer. Da waren wir, glaube ich, definitiv noch nicht. Ein Eimer. So. So. Dab, dab, dab. Da haben wir auch noch was Feines. Da ist auch noch so ein OP-Tablett. Eine Buffen. Bleirohr. Ja, warum nicht? Da wirst du vom Sterben nochmal schön angespuckt. Ist sehr freundlich, ne? So. Das ist ja immer freundlich. Freundlich, freundlich, la la la. Freundlich. So. Da unten. Da haben wir noch was. Alter, das ist groß hier, ne? Haben wir dich schon? Nein. Das Duellantenleder. Rüstung Harnisch. Chance von 10%, einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Eine Babyrassel, was hast du denn damit gemacht, mein Lieber? Na, vielleicht wollen wir es doch gar nicht wissen. Ist vielleicht sogar besser. Mhm. Ja, einmal Psycho. Ein Sturmgewehr kurz. Med-X. Ich glaube, wir haben so gut es ging alles umrundet. Ganz unten waren wir noch nicht, ne? Kann man überhaupt da ganz runter? Ja, schon, ne? Auf der Seite. Heureka! Psst! Nicht so laut! Jetzt ist die Bierflasche umgefallen, also wirklich. So, warte. Boah, ey, da gibt's so viel Klumpert, ne? Da brauchst du schon eine halbe Stunde. Boah, langsam. Bist du hier? Schau, perfekt gemacht. Du brauchst eine halbe Stunde, bis du hier alles eingesammelt hast. Bedienung, bitte. Ach, dieses Service hier lässt zu wünschen übrig. Hallo? Na, da kommt niemand. Kannst vergessen. Die Äther fühlt sich da schon fast betroffen bei dem Geklimper. Klimper, Klimper. Eine hübsche Kaffeetasse, sehr schön. Da können wir nicht raus. Aber wir sollen hier raus. Wir sind hier nämlich schon fertig. Doch zuerst noch hier rüber. Ja. Jawohl. Und so. Na bitte. Da ist auch noch was. Der Ausflug hier hat sich ja echt irgendwie ein bisschen wenigstens. Also, ich finde, der hat sich bezahlt gemacht. So. Kroaki Korn. Kork. Kork Kroken. Was? Kronkorken. So, jetzt sind wir da. Und wenn ich jetzt nochmal weiter runter hüpfe, habe ich keine Ahnung mehr, wie ich da wieder raufkomme. Theoretisch müsste es hier doch irgendwo mal einen Weg nach unten geben, oder? Klo. Da sind auch Pilze drinnen. Wie passend. Bei der Umgebung können nur Pilze am Klo sein. Ah. Naja. Probieren wir es halt mal, ne? Ah, Todesschwinge. Todesschwinge. Ja, ich bin auch eine Todesschwinge. Todeskralle, wollte ich sagen.
Todeskralle. Entschuldigung, ich bin zu sehr WoW. Ist da vielleicht noch eine? Nicht genügend Energie. Aha. Schau mal, Fusionskernchen. Den nehmen wir gerne mit. Rennt hier eine Todeskralle rum? Oh, warum nicht? Vielleicht hat er noch eine Freundin gehabt. Oder einen Freund. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Deckel des Stromkreisunterbrechers. Müsste nochmal das hier gehen, oder? Ja. Aha, radioaktiv verseucht auch noch. Wie schön. Dann tun wir zuerst doch da alles durchsuchen, ja? Und dann, wenn wir durchgesucht haben, tun... Alter, die haben die zum Fraß vorgeworfen... geworfen. Oh, wie gemein! Alter, die Grube des Todes. Mit Käfig sogar. Die hatten ihren Spaß, ne, die Raider. Diese Monster. Aber der hat zum letzten Mal gefressen. Dann schauen wir uns doch mal an, wo der Weg hier hinführt, oder? Außer, dass wir hier ordentlich verstrahlt werden. Gern mit. Ich hoffe, die Edda kommt dann... Ja, natürlich bin ich überladen. Natürlich. Na, freilich. Dann gehen wir halt ein bisschen. Ich hoffe, Edda kommt bald mal nach irgendwie. Ich hoffe, wir finden bald einen Raum, der groß genug ist, dass die gute Platz hat. Das ist halt der Nachteil, wenn sie so gestärkt und bestärkt durch das Leben rollt. Da kann sie eben bei gewissen Ecken und Kanten nicht vorbei. Aber ich glaube, das war gar nicht mal so falsch. So, Cambridge. Okay. Cambridge. Ich glaube, wir haben es hinbekommen. Hammer. Schaut gar nicht so schlecht aus. Licht. Ein Schutzhelm. Günstiger Wunderkleber. Wunderkleber. Wahrscheinlich aus Mehl und Wasser zusammengezimmert. Edda! Na, meine Hübsche, alles gut? Du, hey, hilf mir mal bitte. Das Gesicht. Sehen wir uns mal an, was sie so hat. Es schaut so cool aus. Ich kann, Entschuldigung, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber es stimmt, sie schaut so cool aus. So, halt, langsam. So, behalten, behalten. Passt. Filzhut, Bergbau, Geschichtel, nein. Sonst bin ich wieder nackig. Ich weiß, ihr steht drauf, ihr Ferkel, aber trotzdem. Nein, momentan nicht. Ja? So, Eimerlein. Ich will echt austesten, wie viel die schleppen kann. Jetzt hat sie schon zweimal... Das schleppt sie schon zweimal das, was wir hatten. Okay. Ganze zweimal geht nicht. Ja, es ist ungefähr das momentan eben, kann man sagen, das doppelte Inventar von vorher, also circa in etwa. Hallo? Alle Todeskrallen in einer Reihe aufstellen, bitte. Ich glaube, das passt. So, wir dürfen abgeben gehen. Abgeben gehen zur Railroad. Jawohl. Bestimmt kriegen wir dann noch einen weiteren Auftrag, weil diese Postcastle-Geschichten sind, glaube ich, auch unendlich, denke ich mal. Und die werden wir dann... Hallo! Mein Name ist Trommler. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Nicht unbedingt. Warum ist das ein schlechter Job? Sarkastisch. Wichtiger Auftrag. Dich herumkommandieren.
Na, warum ist das ein schlechter Job? Warum ist das ein schlechter Job? Boten stehen in der Hackordnung der Railroad ganz unten. Oh. Knapp über den Touristen. Bote im Hauptquartier zu sein, ist knapp über Feldarbeit. Tja, irgendeiner muss es ja machen. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Alles klar. Ich finde, du machst deinen Job gut. Hallo. Dahin. Der schläft natürlich. Alter, wie niedlich. Schau mal. Die beiden, ne? Oh. Die sind ein Paar. Wie niedlich. Und der Doktor? Augusta wurde vom Institut zerstört. Dann ist es, wie ich befürchtet hatte. Der war schnell auf. Zerstört. Kaum vorstellbar. Aktuell habe ich sonst nichts für dich. Aber es brennt nach wie vor überall. Also braucht sicher jemand anderes deine Hilfe. Danke. Schlaf nur weiter bei deinem Freund. Oh, jetzt mag er nicht mehr. Och, das war ja so niedlich gerade. Ach, jetzt habe ich die beiden gestört. Ich bin so ein Arsch. Entschuldigung. So, das heißt, hier sind wir fertig, ne? Keiner will was. Gnädigste du. Ich habe ein echt faszinierendes Gerücht gehört. Angeblich hast du das Institut gefunden. Du warst dort und hast es überlebt. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Wo hast du das denn her? Ausweichen. Das ist die Wahrheit. Bin mir nicht sicher, was das ist. Ich will nicht. Wo hast du das denn her? Deacon hat mir davon erzählt. Und wie immer gibt er seine Quelle nicht preis. Ich weiche mal aus. Wirklich verrückt an. Immerhin leugnest du es nicht. Deacon kann beweisen, dass du dich ins Institut teleportiert hast. Du bist sicher Alter. Zu Recht stolz auf das, was deine Minutemen in so kurzer Zeit geschafft haben. Früher oder später werden die Minutemen auf ihre Weise versuchen, mit dem Institut fertig zu werden. Aber ich bezweifle, dass deine Soldaten großen Wert darauf legen, die Synths dort zu befreien. Ich zähle darauf, dass dir die Befreiung der Synths so sehr am Herzen liegt wie uns. Bitte, arbeite stattdessen mit uns zusammen. Minutemen helfen Synths nicht? Ich weiß nicht. Partei für Railroad ergreifen, Partei für Minutemen ergreifen. Was? Die Minutemen helfen den Synths nicht? Meinst du, dass die Minutemen den Synths nicht helfen werden? Die Minutemen spiegeln den Charakter der Bewohner des Commonwealth wider. Und dieser Charakter hat sich immer und immer wieder als von Grund auf schlecht erwiesen. Die Synths sind die Blitzableiter für ihren Hass auf das Institut. Wenn sie ihnen helfen müssten, würden sie meutern. Ich weiß noch nicht. Weiß nicht. Nimm dir Zeit. Überleg es dir. Aber vergiss nicht, dass das Schicksal der Synths buchstäblich in deinen Händen liegt. Ja, wenn, würde ich sie alle nach Arcadia schicken. Arcadia. Nach Arcadia. So, wir sind mal da. Können wir jetzt eigentlich von hier aus schon porten? Beziehungsweise die nächste Quest mal anschauen. Was machen wir denn als nächstes? Sonstiges? Nö, waren wir da fertig? Ja. Begib dich per Transmission zur Mars-Fusion oder mal kurz umsetzen, informiere die Bruderschaft. Das machen wir noch nicht, weil das dann ein Questabschluss wäre. Also überhaupt nicht nur Questabschluss, sondern für eine jeweilige Fraktion. Bruderschaft oder Institut, dann können wir ja nicht mehr viele Quests machen. Vernichte feindliche Außenposten. Weiß ich nicht so recht. Das wäre mal eine Geschichte. Nehme ein Landhaus an der Küste. Das wäre eine Geschichte. Aber habe ich jetzt genügend Schrott mit? Ich normalerweise schon, oder? Ich hoffe es. Dürfen wir uns hier aus wegporten? Ich hoffe mal. Schauen wir doch gleich. Ja, das klappt. Wie schön. Prima, prima, prima. Sehr gut. Wir brauchen dringend neue Quests, meine Lieben. Wir brauchen dringend neue Quests. Uns gehen die Quests aus. Uns gehen die Quests aus. Die Quests gehen uns aus. Oh ja. Hui. So. Bauen? Na, nicht so. Hä? Durchsuchen. Ja, wir müssen bauen. Na, eine Artillerie. Eigentlich, ne, und so. Jo, aber zuerst. Rekrutierungsfunkgeschichtel brauchen wir auch, ne? Ich würde sagen, den stelle ich hier in dem
Eck dahin. So. Und der Gute braucht natürlich Strom. Den will ich gern da vielleicht. Oder hier oben. Oder daher. Da im Eck. Dann kann hier aber keiner mehr durch, ne? Da wäre es doch gut, oder? So ein Reaktor. So ein Mini-Fuzzi-Kleiner-Reaktor. So ein kleiner Fuzzi. Da. Geht ein größerer auch? Irgendwas Großes? Na, so viel Klumpert habe ich nicht mit. Außer die Etta hat was, hat doch noch was. Die Etta hat bestimmt was. Aber fürs Erste muss der kleine Fuzzi hier reichen. Wenn ich den irgendwie schön aufstellen kann. Da wäre so ein... Warte, so ein Holzboden wäre nicht schlecht, oder? Damit er gerade stehen kann. So. Boden, Holz. Geht das irgendwie? Nö, natürlich nicht. Hier wird's gehen. Lol. Echt? Schaut aber nicht besonders schön aus, oder? Mäh. 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 Da gefällt es mir schon fast besser, wenn der Reaktor hier so steht. Da so auf dem Stein. Vielleicht so. Machst du mit? Willst du? Der ist um die Ecke. Das klappt so nicht. Dann kommst halt doch da rein. So. Willst du eigentlich nicht gleich davor hinstellen? Dann kann hier keiner mehr ran, ne? Aber vielleicht so. Schau. Machen wir das einfach so. Irgendwie so. Fürs Erste. So. Tada. Auftrag erfüllt normalerweise. Sprich mit Preston. So, wir machen hier noch ein bisschen sauber. Weil der Stuhl kann bleiben. Die Autokraxen kommt weg. Geht das auch weg? Nö. Ich möchte hier nämlich noch eine Artillerie oder so aufstellen. Da unten. Hm, da könnte man theoretisch leben in dieser Höhle hier. Will es schöner machen. Mit einem Dach hier drüber irgendwie. Was ist da? Den Laster verschrotten. Jo, okay, jetzt ist alles weg. Ah, schön. Der hat keinen Strom, ne? Wenn ich hier... Ich baue jetzt mal ein kleines bisschen. Vielleicht geht ja noch was. So, mal angenommen. Ich bringe es zusammen. Was nicht zusammengebracht werden kann. So. Dass man hier... Eventuell... Was? Alter, du Dreckschwein! Du Dreckigs. Ja, der ist mal weg. Da drüben ist noch so ein Krüppel. Alter. Ich treff nix. Hallo? Stirbst du jetzt bald? Da oben ist noch so ein Gratler. Ah, legendär. Ist es jetzt ein... Was bist du? Ah, ein Siedler oder was? Tatsächlich. Ja, gut, ist gut. Da müssen wir echt was aufstellen. Also irgendwie. So. Irgendwas schutzdingensmäßig. Zumindest hier eine Artillerie, denke ich mal. Ha? Ich mit meiner Artillerie, ich weiß. Essen und Dingens, da, die haben gar nichts. Okay, Artillerie geht nicht. Die haben überhaupt gar nichts. Arm wie Kirchenmäuse. Was haben wir hier noch? Schreibtisch? Na, wenn, dann sowas. So. Du machst das. Gut, das hätten wir schon mal. Ist da vielleicht sonst noch ein Siedler schon da? Was haben wir da?
Ja. Essen oder so? Können wir da schon was? Ressourcen? Essen? Haben wir was mit? Ja, wir haben was mit. Das ist gut. Würde ich sagen. Können wir vielleicht... Wo wäre ein schönes Feld? Hier, oder? Da so irgendwie, ha? So. Und vielleicht... Oder warte. Nehmen wir das mal mit. Vielleicht hier so. Ich habe keine Ahnung. Fällt auch, glaube ich, überhaupt nicht auf. Da wäre schön. Da ist so ein kleines Feld. So. Schön am Haus entlang. So. Würde ich sagen, noch so vielleicht. So. Vielleicht noch ein drittes. Vielleicht noch ein viertes. Und dann ist aber gut. So. Dann noch ein paar von denen hier. Oder haben wir was? Nö, ne? Da haben wir nichts. Nein. Ist jetzt noch ein Siedler zufällig hier, der Essen machen könnte? Ah ja, und Wasser wäre auch so eine Geschichte, ne? Da fehlt Beton. Kann man hier irgendwo Beton auftreiben? Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Oh ja. Ja, schönes Boot. Jetzt tun wir mal alles weg. Stahl. Stoff. Die Zeitung ist aus Stoff gemacht? Ich hätte gedacht Papier. Naja. Ein Schirm. Ein Schirmregen. Was haben wir da? Ein Fass. Jo, würde ich sagen, okay. Na komm. So. Der hat Strom. Sehr schön. Mist, da ist nirgendwo Beton. Nicht irgendwo ein Ziegelstein. Da muss ich bei Edda schnell nachschauen, ob sie noch was hat. Muss ich bei ihr nachschauen. Liebe Edda, pass auf, meine Gute. Hast du Beton dabei? Ja, dass ich weiß. Du bist die Beste. Hast du irgendwie Beton? Ziegelsteine waren doch das, ne? Keramik hätte sie einen Haufen. Nein. Nein. Na, Ledergeschichtel. Warte mal. Plastikgabel. Plastik, Plastik, Plastik. Aluminium. Nein. Plastik. Keramik. Alu. Alu, Alu. La la la. Na, nix, kein Beton. Nicht das kleinste Fuzzi-Beton. Scheiße. Schlecht. Das ist gerade schlecht. Weil ohne Beton können wir hier kein Wasser bauen. Naja, Pech gehabt. Gut, wo müssen wir denn hin als nächstes? Achso, bei Preston können wir mal die Sachen abgeben, ne? Dann würde ich sagen, die paar Minuten. Ja, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Sicher, gehen wir es bei ihm ab. Und gut, jetzt haben wir eh ein bisschen was zu quatschen. Ein paar Fails, also ein Fail müssen wir bekannt geben. Und dass wir, glaube ich, 2 oder 3 Siedlungen geholfen haben. Dann hat er bestimmt einen neuen Auftrag für uns. Vielleicht sogar 2. Ja, einer wird schon reichen. Und dann kann es schon frisch, fröhlich weitergehen.
So. Porte, Porte. Level Up haben wir auch gleich wieder. Das freut mich persönlich sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. So. Hallöchen, Herr Prism. Ich hab's aufgegeben, dich überzeugen zu wollen. Ich hab den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Jawohl. Passt, neuer Auftrag. Scheint wirklich wir gleich wieder was zu essen mit. Ghoul-Problem bei Overland Station. Overland Station, ja. Houston, wir haben ein Problem. Ja, das haben wir. In solchen Momenten bin ich froh, dass ich nicht aus Fleisch und Blut bin. Jo, das war nicht so krass. So, ich glaube, das reicht an Essbarem, was wir mitnehmen tun. Oder? Melönchen noch von mir aus. Ach, nehmen wir gleich alles mit. Dann ist Ruhe da. So, der Wurz, der Mais kommt noch mit. Die Flaschenkürbisse und da ist auch noch eine Karotte. So, it's good. Und ein Flaschenkürbis. Ihr habt ja genug zum Futtern. Pff. Mal schau, wie da unten besucht ist. Hey, unser Café. Aha, voll cool. Das gesamte Dorf ist hier. Ich finde das echt cool. Ein bisschen überdacht hätte ich es noch gern. Vielleicht zumindest auf der Seite, wenn es regnet. Dass die Leute auch hier noch immer sitzen können. Servus Hancock, Schnuggi. Wie geht's dir? Voll cool. Es wird spät. Ich arbeite sowieso am besten. Ja. Ich weiß. Wie soll's auch anders sein? Also gut, ein Ghoul-Problem haben wir da. Overland Station. Dann bohren wir uns doch gleich mal dorthin und fragen nach, was wir tun dürfen. Was wir tun dürfen und tun können. Ich hätte die Edda auslernen müssen, ne? Das kommt natürlich alles in die Vault 88, genau. Ich gehe nur schnell fragen, was wir machen können, damit wir die neue Quest haben. Und werde dann, ja, bevor wir dorthin aufbrechen, außer wir müssen was Neues entdecken, werde ich dann auslernen gehen. So. Hallo. Bin ich froh, dich zu sehen. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Problem. Was gibt es denn für ein Problem? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Anwesend. Häufig Ghule. Sind Ghule öfter ein Problem? Mit ein, zwei Ghulen werden wir meistens fertig, aber mit noch mehr? Nun. Wir werden sehen. Genervt. Na, ich kümmere mich dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Und wenn ich es nicht hinkriege, macht's die Edda. Scheint wirklich was zu werden. Dann nehmen wir auch zwei mit. So, liebe Edda, wir müssen, wo müssen wir hin? Da. Den Ort können wir noch. Da? Echt? Okay. Dann warten wir uns da hin. Und dann erkunden wir noch ganz schnell den Bereich hier. Vielleicht säubern wir ihn auch gleich ganz fix. Das können wir auch machen. Vielleicht dauert sie echt nicht lang. Und dann werden wir mit unseren gefüllten Taschen in die Vault 88 reisen und dort das ganze Klump mal reinschmeißen. Gut. Für eine baldige Baufolge. Ich denke, allzu lang wird das nicht mehr dauern. Hoffe ich halt. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Oder in der nächsten Aufnahmesession. Ich weiß auch nicht. So. Ein Wohnwagen soll es sein. Was? Huch, ein Raider. Da hat den armen Kerl doch glatt der Schlag getroffen. Ach, es ist halt wirklich, ne? Manchmal, eieiei, hat man eben Pech. Oje, oje. Na, Edda, rollst du schön durch die Gegend? So, wir müssen da entlang, meine Hübsche. Bist du? Servo-Mech. Robo-Hirn.
das ist kaputt. Cool, ich bin über den Zaun gekommen. Aha. So, irgendwo hier. Psst, nicht so laut. Also wirklich immer dasselbe. Da ist ein Wohnwagen. Parkplatz. Ah, und da liegen auch die Ghoulies. Langsam, Edda. Lass mir was übrig. Passt. Na? Wer will noch? Wer hat... Ui, ein Leuchter. Oh gut, der war jetzt auch mehr... Naja. So lala. Was, schon fertig? Echt? Okay. Nehmen wir das ganze Graffiti hier noch mit. Das war jetzt schon fast enttäuschend. Ehrlich jetzt. Für einen Wohnwagen ist der aber auch echt spärlich eingerichtet. Naja. Plündern und so, ich weiß. Ich weiß. Wohnwagen. Fiddler's Green. Abgeschlossen. Leuchtet aber auch irgendwas grün. Ist das normal? Luftschutzkeller. Hat gleich mal das Auto aufgehoben, ne? Beim Aufstehen. Was? Hallo, hallo. Alter. Der macht gleich mal die Beine breit. Ich will aber nichts von dir. Immer diese Annäherungsversuche, wirklich. Na, unglaublich. Das wäre aber interessant zu erkunden. Da unten ein Luftschutzkeller. Vielleicht gibt es da mal eine Quest dazu. Warte. Quest ist erfüllt, ne? Jo, Quest ist erfüllt. Passt, können wir noch schnell zurückporten. Das passt dann eigentlich recht gut fürs Folgenende. Können wir noch bei Preston Bescheid geben, würde ich sagen. Und dann passt das, glaube ich. Jo. Jo. Aha, aha, aha. Ja. Aha, 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 aha. Hallo, Gnädigste. Du siehst gefährlich aus. Diese Ghule erledigt, bist du nicht meinetwegen hier. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Mhm. Das war's. Gut. Mit Preston Garvey. Noch zu sprechen. Geht sich das aus zeitlich? Müsste sich ausgehen, ne? Dann kriegen wir halt noch die nächste Quest, aber macht ja nichts. So. So. So, so, so. Ich wäre echt mal neugierig, ob das mal ein Ende hat. Bei den Minutemans. Ob da mal wirklich Questschluss ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn wir alles erkundet haben und wirklich überall 3-4 Mal waren, vielleicht ist dann Schluss. Keine Ahnung. Voll, ja, interessant irgendwie. So, lade, lade. Lade, du kannst das. Lade. Lade. Sehr gut. Preston. Schnucki. Hä? Da unten? Im Haus? Nicht das Haus. Ah, da ist er. Kotzi, wie geht's dir? Hä? Alles gut, Kotzi? Das werde ich nie wieder. Bäh, bäh, bäh. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich hab da noch was, das ich mit dir bereden muss. Ich hab schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollen. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Jo, und wo? Und wer? Verteidige Hangman's Alley. Reise nach Hangman's... Hangdingsbums-Dangs-Dangs. So, aber zuerst... Ja, das ist in der Nähe, das passt eh gut. Zuerst werden wir einerseits den Part beenden und zum anderen endlich mal unseren Müll ausbringen. Ausleeren, meine ich.
Na gut, ihr Lieben, da müsst ihr mir nicht zuschauen. Das wisst ihr eh schon, wie das geht. Somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!